Sam, meine lieben Freunde, da seid ihr wieder zu Super Mario Bros. 3. Ich pack mal die Schule schon ein bisschen da hinten ins Unterbewusstsein. Und natürlich ist auch wieder die Asuka dabei. Ja, ne? Yeah, hier bin ich. Klingst wie so ein Betrunkener auf dem Fußballstadion irgendwie. so ein Hooligan irgendwie. Nee, egal. So, wir haben jetzt hier die letzte Welt vor dem Schloss. Kratzt du mir gerade am Bein rum? Ich kratze mir gerade am Bein rum. Achso. An deinem Bein ist was dran, was du kratzen kannst? Ja. Gerade so war. Unvorstellbar, aber ja. Nee, so, was nehme ich denn jetzt mal? Ich nehme mal noch einen Stern, ich will die Dinger loswerden. Weil ich habe schon... Wir sind einmal zufällig reingeslitscht hier und wir haben gesehen, was das hier ist. Und das finde ich gar nicht doof, was hier ist. Einfach durchrennen, du. Oh. Oh Gott. Oh, holy shit, bitches. Alter. Holy shit, bitches, yeah. Twabben, yeah. Wartet schon. Nö, oh nee, ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, ich muss jetzt eh ne... Oh Gott. Oh, geil! Geil, ein Pilz, jetzt bin ich aber echt ein Multi-Trillion-Pilzionär. Cool. Es hat die Dufte, so. Würde ich sagen, dir gebührt die Ehre, das erste Mal das Schloss der siebten Welt zu probieren. Wow, ich überlege gerade, ob ich da was nehmen sollte oder nicht so. Drogen, meinst du? Nee, ja, Pilz vielleicht wenigstens oder so. Ja, war. Eh mal länger durchhalten. Oh, ja. Kann schon cool sein. Vielleicht kann man noch irgendwas unterwegs da kriegen auf dem Schiff. Genau. Help, help, help. Ich komme. Oh, Yoshi. Oh, guck mal. Ist ja süß. Mach das nochmal. Ja. Willst du die Räusche so teilen oder was? Er macht quietschu, quietschu die ganze Zeit. Muss man im Takt mitmachen. Oh, das ist anstrengend für die Stimmenbänder. Mach ich so die Geräusche aus, das Herr dabei? Ja, das ist voll toll. Ja, meine Damen und Herren, mögen die doch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie der zustande gekommen ist. Vielleicht mal alle. Ganz, ganz. Yoshi Island oder so? Nee, na, ganz, oh, hier ganz, geht's ja schon mal gut los, Leute. Das ist ja doof, doch. Ach du Scheiße. Ganz früh hatte ich mal andere Yoshi-Geräusche gehabt. Oh, aber wie kannst du da stehen? Ja, trotzdem, wenn ich gleich abfackel, dann bringt mir das auch. Burning was, Down. Wo ich hätte da stehen können auf den Seiten. The oder? Burning Happy, ja. Oder wenn schon. Die dann auch los. Nö, jetzt müssen wir durch die Röhren slitschen hier. Oh. Drown. Wie das dann mal alle Level. Ja, naja, wow. Wir, ja. Weißt du, wie lange noch? Ja. Gleich Game Over. Wir kriegen auf die Fresse. Game Over. So eine Kacke. Wo ist denn das hin? Mhm. Ah, genau vor dir. Ja, es lächelt dich schon so an. Hm. Are there something I should use for this Dingensgedöns? Wie immer, ne? Ist ja my standard. Bringt mir euer Jahrenspalt, der hat Autoscrolling-Levels, fällt mir gerade mal so ganz intelligenterweise auf. Wenigstens wirst du da nicht so leicht verkokelt. Ich bring doch, der bringt hier überhaupt nichts. Das bringt wirklich echt gar nichts. Nee, das würde viel zu lange dauern. Also irgendwie, ja. Das hat Kacke. Oh, da unten, schnell, 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 schnell. So, hier, versuchen wir nochmal. Gott sei Dank kann man hier mal so weit springen, dabei richtig schön swingen. Oh mein Gott, geh weg! Hui! Auf die Dinger habe ich schon gewartet, ey. Das sind Fieber, Biber. Als Maul, du Pissnelke, Alter. Nein! Da oben ist noch irgendwas. Fucking piece aber of hey, shit, bist Alter. Ja. Nee. Oh. Oh, hast aber Glück gehabt, du. Viel, nee. Frische Epic. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ui. Hallo? Ei. Und jetzt. Da ist noch einer. Flap down, du Muschi, Typi. Da ist noch einer. Flap, halt da die Backen, Kollege. Ich glaube, in die Propeller darf ich nicht rein, Mann. Sonst werde ich hier zum Schwein. Nein, das wäre nicht so fein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Das Schiff fällt schon seine Einzelteile. Echt, man merkt hier schon so ein bisschen. Browser holt die letzten Stücke, Brückstücke seiner Kackschifferie raus. Oh! Erschreckt dich doch nicht so, Alter. Entschuldigung. Dann muss ich richtig auf den A-Knopf auf einmal kommen, aber fail. Aber oh gut. Gott. Ist aber ein Level, was schaffbar ist. So sieht es jedenfalls aus. Los, geh rein. Bam, du Banane. Ist das eigentlich schon die letzte Welt? Vorletzte. Vorletzte? Danach kommt noch die letzte Welt. Wir werden es ja sehen. Ich glaube, es ist die vorletzte, richtig. Ja. So, dann let's go.
Ich glaube, das Ding hier bringt überhaupt nichts. Ich denke auch. Aber Ablenkung oder ist so. Ist schwingt schön warm, ne? Abgerutscht. Abgeslitscht. Oh Mann, ey. Ah. Ja, das dufte, ne? Das ist Sommer richtig geil. Wo ist das Schloss? Weißt du, wo das hingeflogen ist? Na, am Ende der Karte. At the end of the map? You remember? Ah. Can you memorize? Da ist es. Nee, you gotta memorize. Oh, es dreht sich schon so. Komm her, Mario. Steht auf mich, die geile Sau. Und dann komm her, du Lackerfier, du. Ich frage mich, was ich hier wieder für ein Boss gegen das letzte Mal hat so eine fette Planschkuh, so eine pinky fette Planschkuh. Mit dem Stinkestab in der Hand, war aber schon ihr Special Dildo mit Laserfunktion und so ein Rotz. Richtig geil. So, gleich mal wieder einen Pilz in die Backen slitschen hier. Apropos Pilz in die Backen slitschen, ich habe letztens ein Interview gesehen von einem Hamster, der ganz viel Scheiß in die Backen drin stopft. Das sah so süß aus irgendwie. Richtig schön so eine Möhre drin hier, homs, noms, noms und noch eine Möhre drin und so. Ich fand das richtig süß. Geh mal weg, Feuer. Ich finde Feuer nicht so doof, nicht so cool. Also doch eigentlich schon, aber nur wenn's Mario macht, ne? Hm. Ist ja prädestiniert dafür. So, hier ist noch so ein Justin Bieber-Fuzzi. Als Maul, du Pisser. Oh mein Gott. Fuck off, Alter, wie soll ich da durchkommen? Ja. Ist ja ein bisschen gemein, ne? Mann, Alter, jetzt kann ich nicht springen wegen dem Kackfieder. Small, du Bastard. Und A-Knopf funktioniert bitte mal richtig. Das wäre ganz freundlich jetzt gerade. Alter. Die Dinger sind echt nervig. Selbst X-Litscher ja manchmal runter. Halt's Maul, du Pissen, ey. Geht gleich instant ruffelballert. On you face, man. Bro. Bitches. Halt's Maul, like dir, sagt Justin Bieber. Biber auf Justin Bieber mal kommen hier. Aber. Das sind halt Biber. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Die immer runterfallen, ey. Warte, wer fällt runter? An die Biber. Ja, mal unten durch ist Litsch irgendwie. Jump doch hier ein bisschen rum, Mann. Und das sieht aus ganz dumm. Das sieht uncool aus. Was? Echt? Ich gemeistert. Ja, klar, Mann. Typisch, typisch Mii. Oh, was ist das denn? Oh, guck mal, das Schiff hat Augen. Oh, Fenster. Oder was auch. Warte mal, vielleicht kommt da noch was. Ja, wir guschen nicht, aber ist leider nothing. Aber das ist neu, oder? Die Fenster? Ja, hat sich Bowser mal Luxus geholt. Ja. So. Oh mein Gott, who are you? Alter. Oh, Earthquake. Oh, Scheiße. Oh, fucking bitch. Du Kackbastard. So eine alte. You fucking asshole. You are silly bastard. Du. Das Schloss bleibt doch wieder unten gerade sein. Ich glaube, ja, irgendwie. Hat sich festgefahren. Los, schlag es, bevor sich die Motoren erholen. Attacke! Glaub, also da, gegen die alte da? Das wird ja. Das wird dufter, da brauchst du Bede ab Items mindestens. Ja, dachte ich das mir. Das könnte auch ein richtig duftes Schloss werden, Leute. Das heißt wohl, vielleicht schaffen wir es doch noch nicht diesen Part hier, die Welt zu beenden. Ich hatte selber gerade Angst. Du hast Angst vor Feuer? Stehst du nicht auf das warme Zeug? Ja, normalerweise ja. Das ist ein Item, schnell, grabbeln, du musst übereilen, schnell, scheiß Autos, Litschen, Kacki-Map hier. Oh! Musst du mich unter Druck setzen? Ja! Macht's mehr Spaß! Burning my Arsch, Alter! So burning my laser! Oh, scheiße! Oh, mach schneller, du Feuer! Übrigens hast du gerade für mich bestätigt, dass man in die Propeller reinlaufen kann, da passiert nichts. Ich dachte, man kriegt immer voll auf die Fresse, wenn die an einem vorbeislitschen, so bam, aufs Face. Ja, der nächste ist richtig assi, finde ich. Ja, der ist richtig. Ah, du hast ihn gekillt. Aber, oh, scheiße. Ja. Der kann mich immer irgendwie durch. Ja, jetzt so. Ja, toll. Anders geht's. Oh, fuck. Da Double war ja noch Kill. Was. Ich frage mich, ich weiß nicht, mit Bumerang oder mit. Sieht aus wie so eine Werkzange, weißt du? Wenn der mal richtig hinkriegst. Sieht schon Knorke aus. So, sollten wir Game Over gehen, haben wir das ganze Level, wo wir so normal machen können, aber die Welt wäre normal zu zocken. Ist das nicht stufte, Leute? Nee, also eigentlich wäre nur cool, in dem Asuka verreckt, da können wir wieder alle Items einsammeln, aber wenn ich hier Game Over gehen sollte, dann ist hier richtig Bambude. Dann geht mir die Tasche auf, Alter. Und zwar das Taschenmesser in meiner Tasche. Hab zwar gar keins, aber ist egal. Was sind die Propeller da unten? Ja, die da. Aber so. Wo ist für mich bestätigt, dass da nichts passiert? Stimmt. Deshalb kann ich hier stehen. Aber das war hot, NCS. Boah, deine Nase war gerade abgefackelt. Ich hab eine versenkte Nase.
So, ich bleib jetzt mal hier oben eine Weile. Und hoffe mal, ich kann... Oh, fuck. So, jetzt, schnell. Das muss flott gehen. Jawohl. Ja, gut. Jetzt ging's gut, Mann. Oh. Halt doch dein Maul, du Pisser. Nee, den kriegst du nicht mehr. Fuck. Halt dein Maul, du Pisser, Alter. So, ich muss beim Boss unbedingt in Springbewegung bleiben. Oh, sonst ja. Gegner krepieren. Der macht Shockwaves mit seinem Fat-Ass-Bam-Bam-Bomber da. Was ist denn das für eine Rotze, bitte? Knacks, tschüssi, down. Du bist doch mal gleich down, down, down. Du bist doch ein Clown, 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 Mann. Ich werde was klauen, Clown. Lass mir wieder Gesangstexte einfallen. Das ist ja hardcore, wa? Spring! Das ist viel Räusch. Ist da ein Ballon aufblasen oder was? Ich war gerade mit dir. Achso. Auch oh, kein Ballon aufblasen? Oh, ich könnte mit einem Ballon spielen. Ich hab gerade keinen hier, tut mir leid. Oh. Magst du denn was anderes? Nee. Das war ich mir jetzt mal ganz charmant. So, ich glaube, ich bin durch. Ich hab das Update durchgeschleppt. Hallo, Fenster. Soll ich, auch soll ich mal durch die Fenster scheißen? Und rinfurt so. Kannst du machen, als Geschenk. Ist mal Giftgastreffer. Ja. Wäre mein erster Giftgastreffer. Kann die Alte gleich putzen gehen hier. Fatz. Alter, oh, boah, Alter, fette Speckrolle. Oh Gott. Uses Judo Speckrolle, oh. Nein, fuck off. Oh Gott. Nein, ah. Oscar. Oh, voll mit dem fetten Arsch auf mich rauf, jetzt hat gleich 10 Leben von und auf immer, Alter. Eine Gatte hat 7 Leben, ganz bescheidenermaßen, der hat mehr. Ich war fast durch. Ich weiß, noch einer. Ich hätte das Update kriegen können. Dann hätte ich vielleicht noch einen Treffer überlebt und vielleicht. Na egal. Good luck. Good Thank luck. Thank you very much. Thank you very much. Ich gebe dir ganz viel Matsch. Nee. Attention, attention, ein Tannenbäumchen. Ah, so alte Otto-Witze. Hast du da mal bei dir die besten irgendwie? Wie war der eine doofe Witz? Das war's pretty knapp, Alter, und so. Oh, Vans! Fuck. Oh, Flamethrower! Mann, hm, schön. Ich glaube. Ja, dein Controller ist schuld. Das wärst du jetzt ein. Ah, ja, ihr Controller hat ja Deluxe-Einstellungen. Ja. Ha, mit extra harter Vibrationsfunktion für zwielichtige Duelle und so. Hui, yay, hui. So, wird noch gespielt. Wow! Oh. Ey, hallo, Sprungknopf, wozu bist denn du da? Have you bitte to funktionieren? Das wäre ganz nett. Oh, weil 13 Leben, weil alle deine Leben weg. Scheiße. Ich glaube, wir sollten das wirklich langsam schaffen, weil wenn wir die ganzen Leben verlieren, dann haben wir Pech, weil unsere Münzaufladung sollten wir vielleicht doch noch bis durch Level 8 schleppen. Wäre nicht schlecht, ne? Also. Wir haben ja, weiß ich nicht, ob wir nochmal so ein münzgeiles Geldlevel haben, wo wir uns ich so Leben nicht. Cheaten kann. Ich glaube, das eigentlich auch nicht. Ne? Das gibt man uns bestimmt nicht normal. Nee. Franz, na, leider gehen die auch an, wenn du daneben stehst oder drauf stehst. Die sagen, ist mir egal, du. Ich fucke dir trotzdem den Arsch ab. Die Pflanzen gehen ja nicht raus, wenn du da drauf stehst, aber nö. Flamme oh, sagt sich, oh. Scheiße, wo renn ich denn hin? Der war ganz clever herumgeslitscht. Der Pilz hat sich ganz intelligent weggeslitscht. Einfach voll fies. Da wäre fast wieder der Burning Motherfucker Move dazu gekommen. Oh mein Gott, shit, dein Ohr ist abgesenkt. Ich dachte gerade, er mein Rücken ist abgefackelt. Dein Arsch, Alter, du bist fetter, breiter. Ne, okay. Er ist gar nicht so fett. Er ist nur unförmig. Oh mein Gott, der Bumerang kommt schnell. Oh, Mensch, Asuka. Du Flutsch, tschüssi. Down. Ich kann voll die epische Stimmlage dazu halten. Down, down. Oh, flop! Tschüssi! Und geh sterben, Alter! Oh, fuck! Geh sterben und dann rennen, ist sehr intelligent. Wollte grad, ich wollte da noch raus. Ich wollte hier gerade voll den intelligenten Reim loslegen. Da ist gedacht, ach, da lachen sie die Zuschauer wieder mal einen ab, weil du so schlecht bist. Mano. Aber ich habe wieder instant gefailed hier, weil ich unterbrochen wurde von jemandem, der zu schnell stirbt. Oh. Jetzt spring einfach rüber! Geil, ein Item. Schmeck. Putz. Zu spät, Mann. Na, Mann, das ist zu spät, Mann. Du hast ein Gerät, Mann. La 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 la.
Trollolol. Oh! Ah! Ui, Leggy! Der Gewitter kommt auf! Gewitter? Leckgewitter, ja. Leckgewitter, ja. So, funktioniert der A-Knopf zuverlässig? It seems so. Und jetzt durchgeslitscht! Oh, geil! Mann! Oh. Nein! Schnauze. Da kommt da das Item übelst schlecht ran, finde ich. Das ja, ist das echt schlecht gelegt. Man kann da so schlecht hochspringen irgendwie. Das ist doch doof. Klang voll ein episches Echo. Komm schon, Mann, komm nicht zu spät, Mann. Stampf ihn durch den Boden, den kleinen stinkenden Hoden. Lalalala. Oh, Hilfe. Also lyrischer Güssi hier war dieser Deluxe Klasse 4, ne? Den Down. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Uff. Du bist doch dumm. Nee. So, jetzt hier, Mario, jetzt stell dich bitte richtig an hier. Gleich auf den Jump. Also die Stelle, die würde es mir ehrlich gesagt auch graulen. die grault dich, die Stelle? Ja. Am Rücken oder sonst wo? Nee. Ja, wenn sie mich kraulen würde, das wäre schon was anderes. Ja, dann willst du da einmal hingehen, wa? Hallo, Schiffchen. Bist du etwa eine Schmusehure? Nein. Echt? Ich schon. Ja. Was, du bist eine was? Eine Schmusehure. Eine Schmusehure. Ja, das sind die. Also ich hab mir gerade vorgestellt. Oh, nee, Alter, stell dir nichts Falsches vor. Nee, weiß ich nicht. Wie soll man das richtig übersetzen? Eine Schmusehure klingt doch vielleicht ein bisschen gemein, aber. Das sind so Leute, die kuscheln halt gerne. Und auch mit vielen Leuten. Boah, ich will dem Feuer ausweichen und stürze mich in den Tod. That's a very good idea. Oh yeah, pretty epic. Ah, verdammt. Wolltest du da bloß gucken, ob da unten ein Geheimgang ist, oder? Mit ja, ganz vielen Münzen. Jetzt hast du mich ertappt. Ja, ich weiß das. Warte, ich will mal hier hinten runter. Hey, halt! Ich will zurückschieben, die Map, aber die lässt mich nicht. Hoppa, wii, wuuu. So. Komm schon, jetzt schaff das doch mal, Mann. Ich will noch mal bis zum Boss. Und mit vollen Items, da war grad mein Arsch grad mal dran. Dran. Hinten weg. Voll meine Nase. Alter, voll die Nase wirklich gerade. Wie da man da teilweise rangehen kann, ja. Das ist dufte, ne? Ich glaube, das ist ganz schön zentral, der Angriff. Boah. Fuck drauf, durchgeslitscht. So, jetzt probier ich's mal gleich mal von hier aus. Geht das eigentlich auch? Ja, gut. Ja. So kommen wir vielleicht besser, weil in Zukunft sollte ich mal wieder den Pilz behalten. Nicht schlecht. Pilz, scheiß Stilz. Scheiß Pilze, jetzt Stilze. Oh. Ja, du zuckst hier mal zusammen, ey. Ja. Hast du hier Schreckorgasmen oder sowas? Mein Gott, ich wurde erschreckt. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Nein, fuck off, du blöder Hurenbiber. Der normal? Double Slitchy. Du bist doch down. Happen Zappa, juhu. Oh mein Gott, nein. Happen Zappa. Ich kann mich nicht ducken, um zu zeigen, dass ich erschöpft bin. Kann man dem Joystick nicht machen, das ist doof. Oh mein Gott. Yeah, das haben wir schon mal. Juhu, ich bin aus dem Bildschirm verschwunden. Nur noch die Bitch, die Alter. Tada! Ja, die fette Bitch. Der ist ein fetter Bitcher. Ein Bitcher? Ein männlicher. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Männlich? Sie ist männlich? Nee, das ist dann R, oder? Das ist doch kein R. Guck dir die nur mal, guck dir sie doch mal. Der hat doch aber die Mozart-Fresse. Vor allem richtig Mozart. Der hat doch hier so richtig schön. Der hat so komischen. Ja, der hat so Beethoven-Haare. Hast du das nicht gesehen? Ja, ich dachte am Anfang, das wäre so eine alte. So eine alte Uroma. Das ist ein Kerl, oder? Ist egal. Mach mal weiter im Text. Ich bin gestorben. Sag mal, bist du gerade gestorben, weil du abgelenkt warst? Weil wir über S diskutiert haben? Oder? Kann auch sein, weiß ich nicht. Einfach wegen fucking Erdbeben. Ja, hier wurde ich stunned. Das ist immer zu mir gedreht, wenn ich zu ihm komme. Echt? Ich glaube, da findet mich attraktiv, ja. Zu mir dreht er sich um. Er findet uns beide attraktiv. Er steht auf italienischen Klempner. Ja.
Tja, da sollte man dringend mal die Rohre durchputzen. Ding. Ob das die Abonnenten als Assoziation verstehen? Schiff wird's hier mal höchste Zeit, du. Also für die, die nicht wissen, was mit Rohre putzen hier meint, ist Nancy aber auch gerne mal, wie drückt man das durch die Blume aus? Keine Ahnung, in der Vögeln halt. Hilfe. Ich krieg manchmal selber Kotzkrampf, wenn ich hier sehe, was ich mache. Oder zumindest Angst. Oh. Jetzt kann ich Kind fahren lassen, Alter. Bitte nicht, oh. Oh, voll gegen die Holzlatte stoßen. Oh mein Gott. Scheiße. Alter, wir können uns die ganze Zeit verrecken hier. So, jetzt sammle ich Pilz und das nächste Item. Was auch immer man kriegt, ich hoffe, ja, das ist keine Feuerblume, sondern ein Blatt oder so. Dann kann ich mich nämlich deutlich länger in der Luft halten. Und wenn ich mich länger in der Luft halten kann, bin ich nicht so dem Erdbebenfett hier ausgesetzt. Das ist pretty epic. Hilfe, it's burning, motherfucker. Hilfe, leck mich doch nicht mal tot hier. Pilz. Geil. Happen zappa. Geh weg. Hau ab, du alter Hackerklappen. Bom, 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 bom. Geh weg. Kuschfeuer. Bin ich überhaupt schon mal ein Feuer gestorben? Ich glaube nicht, ne? Guck mal, so springt man richtig. So macht man's. Lauf weiter. Smack. Und. Kurz. Na komm schon. Ja, was? Und. Durchgeslitscht. Und jetzt ein bisschen Anlauf. Und dann komme ich da hinauf. Oh mein Gott, der war schlecht. Mann, oh, dieser Kackbiber immer. Der unterbricht immer meinen Anlauf hier. Das ist richtig bekackt, muss ich ehrlich mal sagen. Jetzt bin ich. Wenigstens eh ein Item wollte ich mitnehmen. Was ist gar keins? Hm, derp. Fail, Mann. Happen Zappa, frisst das, du Schwuchtel. Du Kackbiber. Ich schlag dich immer wieder. Ach ja, schön, ne? Oh ja. Manchmal lasse ich mir richtig gute Sachen einfallen. Wow! Alter, du musst weg. Wieso? Schlägst du mich immer vor Schreck oder was? Nein. Du schlägst mir so wenn schon ich denke, dass du runterfällst. Aha. Nicht, dass du dich dann mit erschreckst, ist wenn du nicht runterfällst. Ist das dein Nachtsalbtraum oder was, dass du irgendwo mal runterfällst? Ja, gibt es so. Nee, das war jetzt ganz ehrlich, man. Gibt es so Leute, die haben dann so Albträume. Ich muss mir an der Nase kratzen hier. Gibt es so Leute, die haben Albträume, mal irgendwo runterzufallen in der Nacht? Also so als Albtraum, irgendwo vom Dach zu fallen oder so. Stimmt, gibt es wirklich. Kennt da so ein, zwei, die haben immer so einen Albträume. Die denken mal, die fallen irgendwo runter. Sind dann meistens die Höhenangst oder so einen Kack haben. Mich juckt das ja gar nicht. Also Höhenangst habe ich auch so ein bisschen, wenn es ganz weit oben ist und ich gucke irgendwo runter ohne Absicht und dann wird mir schon schwindelig. Oh, fuck off, diese Kack. Oh Mann, ich hasse dieses scheiß Erdbeben, Alter. Dein fetter Arsch ist so ein Fick. Hören, Kackmister. Da, 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 da. Man ist so dumm. Glück nicht so extrem. Ja, du hast andere Albträume, oder? Ja. Yeah. Dein Freund verlässt dich. Ich fang jetzt nicht davon an. Ja, stimmt. Also, next Versuch, Luigi Promotion 10 also, Leben. Weißt du, ich glaube, wir sollten uns langsam mal so eine Art Zeitlimit oder was auch immer. Für Folgen setzen oder was? Hä? Für Folgen setzen oder was? Na, für jetzt hier, wie lange sitzen wir denn schon wieder? Nicht, dass es wieder eine Stunde wird, oder? Naja, insgesamt jetzt gut eine Stunde. Sind jetzt gut in einer halben Stunde Partners, ich sag mal, Cup machen oder was? Nein, ich meine, wir können ja nochmal, also dass ich nochmal probiere, du nochmal probierst. Ja. Ja? Oder so? Ja? Vielleicht schaffen wir es ja. Wäre ja schön. Na dann go! Hallo! Du! Hey, du! You! You! Und jetzt gerade gesehen, da hat mir den Finger auf dem Bildschirm gezeigt. Oh mein Gott! Ah! Alter, kannst du mal bitte aufhören! So ist es, wenn du zuckst. Das mache ich nicht mal mit Absicht. Oh, hast du einfach Zuckungen, dann solltest du dringend mal zum Arzt gehen wegen Parkinson. Scheiße. Och Mann, was willst du mit dem Pilz immer? Tschüss Pilz, ich schmeiß dich runter! Du bist ein Pilztöter! Und du bist noch Marios Bruder. Es tut mir leid. Du vernichtest dein Hauptgrundnahrungsmittel. Nicht so wie andere Kartoffeln oder Nudeln essen. Nee, er ist hauptsächlich Pilze. Ich halte ihn einfach nur von den Drogen ab. Ich bin ein guter Bruder. Von den Pilzdrogen, ja. Ja. Stimmt, ich hab mal gelesen, Pilze sind richtig böse Drogen, ey. Oh ja. Vor allem, wenn du Fliegen. Richtig böse vor allem, wenn du Fliegenpilze nimmst, das machst du nur einmal, ey. Das ist schlimmer als Heroin. Ich hab mal gehört, der Fliegenpilz ist gar nicht der giftigste Pilz. Wo ist der bekannteste? Kann sein. Dass es noch einen viel giftigeren Pilz gibt, an dem man auch verrecken kann. Weil der Fliegenpilz, der soll zwar böse sein, aber. Ich glaube, davon ist kann man sogar noch. Nicht unbedingt tödlich. Da richtig, kann man noch man davon kann kommen. Noch, da kann noch Leben davon, ja.
Also Notfall im Wald, könnt auch einen Fliegenpilz essen, Hauptsache ihr fresst keine Champignons, die sind ganz, ganz totgiftig. Nee, Spaß beiseite. Boah, Slitching! Oh nee. Du. Wahrscheinlich war ich jetzt auch fliegen wegen Fliegenpilz. Ah, dachtest du kannst fliegen, du musst keinen A-Knopf drücken, du spielst von alleine. Ah, ganz Mann, ey, ich war schon so weit jetzt, ey. Ja. Warst du schon mal bei der Stelle, wo es dich grault und so? Hätte auch mal gern die Fenster bekackt. Ach so, richtig schön in die Fenster. Oder faule Eier drin schmeißen, das ist auch modisch. Das ist echt die dummen Jungen-Witze, ne, zu Halloween. Ja. Eier ins Fenster schmeißen? Irgendwie schon, ne? Kommt mir bekannt vor. Müsste man wissen, vor vielen, vielen Jahren, also das ist bestimmt schon jetzt so 5, 6, 7 Jahre her, hatten wir auch mal ein Ei in unserem Briefkasten, die hängen nämlich unten an unserem Block leider außen dran, ne? Und zu Halloween gibt es immer irgendeine Scherzkekse, die meinen nur, wenn wir nicht da sind, dann haben wir einfach bloß nicht aufgemacht und haben uns irgendwie einen Kacke in die Briefkästen gelegt. Aber... Ich muss sagen, es hat nachgelassen. Na, find weil sowieso nicht mehr so viele bei uns hier noch hingehen. Ja, stimmt. Geht ja kaum immer noch bei uns. Oh, fuck! Oh, Gott sei Dank, Alter. Und jetzt, Mann, Scheiße. Dadurch, dass wir immer mehr Ghetto werden. Kommt ja kaum noch einer zu uns hier. Die letzten 3-4 Jahre war eigentlich fast gar nicht los. Ja, das muss man echt so sagen. Die letzte Jahr, also letzte Halloween hier, 2012 Halloween, da war einer hier, aber da hatten wir keine Süßigkeiten, die wir schon einmal mit gerechnet haben. Deswegen habe ich einfach nicht aufgemacht. Und die bisschen Schokoriegel, die ich hier hatte, waren sowieso für private Worte, können sie knicken, dass ich mir eine Schokolade gebe, ja. Ich hab ja nichts dagegen, wenn man Schokolade kauft, die dann wirklich für Halloween vorgesehen ist und die auch abzugeben. Gut, ist ja jetzt. Ist ja eigentlich. Och Mann, ey, dieser scheiß Sprengknopf. Aber immer würde ich es gerne noch versuchen. Oder mal Cut machen und den nächsten Part machen, sonst wird die Folge zu lang. Ja, deswegen eigentlich. Gut, dann machen wir halt so. Hast du nur Zeit? Eigentlich müsste ich. Ich müsste nicht. Nein, wenn du dir versprichst, dass du nicht wieder ewig wartest bis zum nächsten Jahrtausend und so, dann kann man das mal machen. 2 Folgen ist ja nicht unser übliches Aufnahmepensum, ja, wenn ich so mal überlege, ja. Oh, wir sind übrigens beim 30. Part! Hätten wir gerade mal so auf, und wir haben nichts geschafft, Alter. Los, komm, für die 30. Folge versuchen wir bitte neu einmal jetzt. Okay, ja, damit kann ich nicht. Einmal. Okay. Gerade so ein 28 Folgen ist die Playlist immer lang. Jetzt noch 2, dann sind wir jetzt in der 30. Folge, man, ist ja cool, war 30 wow. Folgen im Together, war. Klingt ja fast nach Jubiläum, also so in etwa, also ja, es klingt so. Es sind ja eigentlich nur 3 10er Folgen, ja, gibt ja Let's Play, sag ich schon mehr, aber bei dem Let's Play kommen die so selten, die Folgen, dass eigentlich so ein 10er Part immer schon ein Jubiläum ist, weil der alte immer schon so lange her ist. Das ist schon komisch so jetzt hier. Pilz, genau, übelste Dufte und so. Oh mein Gott, nein, ich sterben. Das wäre doch nicht so cool. Sonst brichst du doch noch in Scherben. Dumm, 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 dumm. Na los, ein Pilz, gut. Sagst du, muss ich abschürzen? Wie der eigentlich ganz gerne mal. Ist mir so egal, dass da jetzt meine Nase dran ist. Scheiße, da war ein Brett vorm Kopf. Erst hat's geleckt und dann. Ja, jetzt war der Leck schuld. Ja. Der Leck war schuld. Kick auf. So, ich nehme jetzt mal jetzt einen Pilz. Ja, ist der letzte Versuch jetzt hier und deswegen nehme ich nochmal einen Pilz jetzt hier und let's go! Jetzt bin ich schon groß. Ich kann am Anfang schon sein, dass ich groß bin und mich ducken. Jetzt haben natürlich alle Angst. Oh mein Gott, ich bin groß. Oh mein Gott, fucking Lex, Alter. So scheiße im Kopf. Guck, was da jetzt rauskommt, ist das Feuerball. Wie immer. Ja, ist ja eigentlich immer. Aber gut, da komme ich, glaube ich, mit dem Feuerball ganz gut hier recht. Denke auch. Weil damit kann ich die Biber ja abfackeln und dann kann ich besser Anlauf holen, weil ich nie raufspringen muss. Da kann ich meinen Platz ein bisschen besser behalten. Ja. Das ist gerade in meinem Taktikkopf schon ein bisschen geplant. Wisst ihr, was man mal ausprobieren hätte müssen? Was denn? Ob man die komische Tante zum Schluss mit so einem Hammer abschießen kann. Das wäre episch. Das wäre mal interessant. Und durchgeslitscht! So. Das Item noch im Beug nehmen. Schnauze, du Penner. Aufs Maul. Was? So, jetzt schön den Rennknopf gedrückt halten und nur auf den Sprungknopf konzentrieren. Aber nicht zu sehr. Nee, nur den Rennknopf. Halte den Rennknopf immer gedrückt und drücke nur dann nochmal so springen. So machst das. Ja, so kann man immer schön große Sprünge ausführen, ohne mal auf die Knöpfe zu achten. Ich hab ja einen fetten Gamer-Daumen, daher geht das. Duan. Weiß mal runterscheißen hier von dem Ding. Wow,
Ich hab's gleich geschafft. Komm schon, das schaffst du doch. Jetzt bitte nicht lecken. Nicht abstürzen. Nicht lecken. Nicht abstürzen. Jawohl. Ja, mit einem Double Upgrade haben wir ins Schloss geschafft. In den hier schön, ne? Ach, rinschießen. Ducksprung. So, jetzt schön gesprungen. Oh, fuck. Oh. Mann, ich bin doch in die Sprung. Nein. Scheiße. Oh, Dreckmist. Oh, was? Ich kann... Alter, ich konnte mich nicht einmal bewegen. Das ist heftig. Konnte nicht springen. Das ist ein Sprungknopf, weil ich einfach nur fies. Alter. Dann ist das die Gelände oder so. Kacke. Ich dachte, ich schaffe das jetzt, aber nichts. Dabei bin ich fast auf den Kopf gelandet, aber nee, als ja, Treffer für ihn angesehen. Und dann kam sie rauf und dann... Und dann Erdbeben. Richtig schön Mario erstmal weggestunt und dann voll auf die Fresse gekriegt. Gut, Leute, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe aus. Mal, also klar, da können wir vielleicht demnächst mal nochmal weitermachen und so. Ja. Und wenn wir können, kannst du so machen, dass wir Folgen nicht so sofort immer so hintereinander rausbringen, sondern wir sehen die mal so im Wochenende oder so, dann kommt den Zuschauern auch nicht ganz so lange vor bis zur nächsten Folge. Ist aber doof, dass man so wie in der Folge bespricht, ne? Ja, das ist richtig doof. Ist egal. Ihr könnt ja wissen, so wisst ihr wenigstens, wann die Folgen rauskommen. Ich werde so wöchentlich, einfach wochenendlich, na, irgendwie so rausbringen. Das mache ich schon. Das, nö, geht doch alle. Wollte ich gut sagen, wir sehen uns wieder in der 31. Folge vom Together. Und natürlich bis dahin wieder unser übliches Motto. Macht's gut. Haut da rein. Tschüssikowski und ciao.